Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Kerbal Space Program. Ihr seht schon, wir sind hier bei der Station und sie schaut ein bisschen anders aus. Ihr seht, wir haben hier ein Construction-Teil für Raumschiffe zum Bauen. Wir haben hier vorne ein neues Teil dran. Hier fehlt der ganze alte Anteil und wir haben hier eine Raffinerie sogar stehen. Aber da fliegen wir jetzt erstmal hin, denn ich habe noch ein Teil oder beziehungsweise Ressourcen, die wir liefern müssen. Und das ist das kleine Teil hier. Das kleine Schnuckelmädchen, das muss jetzt dahin und leider habe ich vergessen, SAS gescheit einzubauen. Weil ich habe ja keine Checkliste, ne? Das Ding ist wieder mal bummlaut. Und läuft nur mit SAS, mit RCS wirklich gut. Was natürlich den ganzen Spaß noch besser macht. Und lustigerweise, teilweise leckt es hier nicht. Ich habe noch nicht wirklich herausgefunden, wie, warum und wieso. Aber egal. Wir arbeiten uns jetzt hier langsam vor. Und ich bin jetzt hier die Nacht lang geflogen und habe jetzt gedacht, wir machen jetzt den nächsten Teil zusammen. Vor allem den ersten Mini-Lander. Ich würde gerne Mini-Lander hier bauen, die sozusagen an der Oberfläche so als Ping-Punkte auch stehen. Als Oberflächen-Surveillance-Systems vielleicht zwischendurch auch. Einfach mal zum Anfang zum Testen. Und dann später größere Produkte bauen wie Bohrer und so Zeugs, die dann halt wirklich offiziell hierher fliegen und die Station betanken. Oder halt Ressourcen zum Construction-Bau, damit wir hier jeweils Schiffe bauen können, die dann später auswandern. Also das Ding ist schon relativ nah an Completion, würde ich sagen. Es fehlen ein, zwei kleine Sachen, die müssen noch hinzugefügt werden, aber danach ist das Ding bumm fertig. Und das ist natürlich mega geil. Finde ich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie ihr das findet. Ich finde es mega cool. Wir müssen jetzt auch schauen. Ich glaube, ich habe zwei Construction-Arbeiter hier drin. Und die müssen natürlich hier jetzt noch darüber verschoben werden. Einen habe ich rübergeschoben schon. Aber es fehlt noch der zweite natürlich. Ah, die Musik. Seht doch, das hat hier ein Radarteil dran. Es ist eigentlich nur ein kleiner Ressourcentransporter, der das große Teil hier vorne beladen soll. Und ein bisschen Treibstoff mitnimmt für die nächsten Schiffe, die gebaut werden. Damit die dann hier gedockt werden können. Hier, ihr seht es, ganz kleine Dockingports sind hier überall vorne verteilt. Aber das zeige ich euch alles gleich nochmal im Detail. Das Ding ist mittlerweile, ich würde wirklich sagen, near on perfection fürs erste halt. Bis wir neue Teile haben, dann muss das Ding sowieso grundsätzlich komplett umgebaut werden. Aber dann wird das Teil eh außer Betrieb genommen und wir bauen von der Station die neue Station, docken die irgendwie so an und verbauen das Zeug dann. Also es wird ein ganz interessanter Punkt dann eh sowieso, weil du halt komplett anders vorgehst. So, auf 1,5, 1, machen wir 1,0, 1 Meter pro Sekunde sollte gleich reichen. Das Ding ist nicht echt schwer beladen, das macht es natürlich noch schwerer für das ganze System. Hier zu arbeiten. Ihr seht schon, wie viel Monotreibstoff ich verbaut habe. Wir hatten 800 dabei, die mit einem normalen Tank wäre ich hier überhaupt nirgends hingekommen. Aber auch nur, weil ich vergessen habe, SRS einzubauen und das Ding sich nur mit RCS wirklich hat drehen lassen. Ups. Aber was soll's? Was soll's, ne? Ist ja, das hat ja sonst nichts zu tun oder so. So. Beginnen wir jetzt mit dem Ausrichten. Zack. Jetzt muss ich nur herausfinden, wie ich das am besten drehe. So. Das ist nearly perfect. Perfekt. So wollen wir es haben. Dann schicken wir das Teil mal nach unten. Abtauchstation. Fürs Docking ja so oder so wichtig.
Außerdem kann ich währenddessen das Teil nochmal drehen. So, dass das echt gut steht. So. Dann natürlich nochmal von der Position anpassen. Damit das alles... Das müsste ich sagen, mit jedem Teil gemacht, das ich hier hochgeschickt habe. Das war nicht... Deswegen habe ich nicht alle Folgen wieder gleichzeitig aufgenommen, wie sonst immer. Damit ihr einen guten Flow habt und auch die Stellen kapiert, was genau jetzt hier gerade abgibt. Sondern ich musste vieles einfach extrem vorproduzieren. Weil es halt nearly unmöglich war, sonst das Ganze zu machen. So... Jetzt schieben wir das Teil drunter, ganz easy. Und dann sollte das auch einfach andockbar sein. Sieht eh, wir machen das jetzt hier mit einer schönen, schnellen Bewegung einfach schnell. Und docken das dann an. So, vorsichtig. Sanft und leicht. Einfach andocken, fertig. Das Ding hat auch ein Triebwerk. Rein theoretisch soll es leicht betankt werden, damit es sich dann deorbiten und landen kann oder crashen kann. Man kann es natürlich auch als Notfall-Tanksystem fürs Erste verwenden und Radarsystem ein bisschen. Ist ja gut ausgestattet. Stopp! Und klink. Angedockt. Jedes Mal kriege ich diese Kohlendioxid-Nachricht. Das geht mir so tierisch auf den Senkel. So, jetzt kommt der größte Spaß. Alt drücken. Und die ganzen Raketenteile, die wir dabei haben. Vielleicht richtig entladen. Hupsala. Raketenteile, 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 Raketenteile. So, und du machst hier ein. Schauen wir, wie viel es insgesamt ist, was wir mitgenommen haben. Das kann gar nicht so viel sein. Ein. Achso, muss ich jetzt bei jedem jetzt bestätigen, dass wir sozusagen... das einfüllen wollen. Oh Gott, das wird ja witzig. Halleluja. Aus, aus, aus. Warum geht denn nur der eine? Muss ich jetzt jeden einzelnen so markieren und dann ausmachen? Nee, der nimmt den nicht mal, oder? Auch lustig. Huh. Mit Kreuzleitung aktivieren. Habe ich den Port schon geöffnet? Luke öffnen. Luke öffnen. Zack, ist das Ding. Oh, jetzt hat sich irgendwas verändert. Jetzt hat sich irgendwas verändert, du. Die Luke ist offen. Gut. Okay, ich probiere es nochmal. Das Teil wollte er nicht transferieren, also aus. Beziehungsweise hier ein. 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 Warum nimmt er das nicht? Ganz komische Sache. Okay. Aber egal, solange wir die Teile hier auf der Station haben, sollte ja nicht schief gehen. Wir gehen jetzt mal zurück zum Weltraumzentrum und designen mal schnell so einen ganz Mini-Lander. Bin gespannt, was dabei rauskommt. Und dann schicken wir den in die Produktion. Und das wäre ja dann sozusagen unser erstes... wirkliches, ja, Schiff, das wir im Weltraum gebaut haben. Das ist dann unser erstes gebautes Weltraumschiff. Das ist schon was Cooles, würde ich sagen, persönlich. Also, das ist ja dann wieder so eine Step Further, also Next Step in the Future. Wir bauen im Weltraum. Was natürlich die Möglichkeit in der Zukunft erhöht, dann auch riesige Schiffe zu bauen auf einmal. Also habe ich ja schon geile Ideen, wie wir in Zukunft vielleicht auch zum Duna fliegen können. Aber dafür brauchen wir viel, viel Zeit noch.
viel, 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 viel Zeit. Und jetzt hätte ich erstmal so einen Mini-Lander, den man in der Zukunft vielleicht modifizieren kann, dass der für Dune auch geeignet ist. Und dann kann man, keine Ahnung, in der näheren Zukunft auch einen, da sozusagen Schiffe beladen, die dann Richtung sich aufmachen. Ah genau, das ist die Antonov. Die FFT Antonov. Mit der bin ich geflogen und die hat natürlich kein SS verbaut. Hupsala. So, jetzt hätte ich gerne ganz simple Sachen. Es soll so ein simpler und kleiner Rover werden. Die Frage ist, wie simpel und wie klein wird das Teil? Weißt was? Nochmal neu. Nicht speichern. Mir gefällt so ein Teil lieber. Und jetzt muss ich wieder runterscrollen. Das ist so typisch bei den Teilen. So, dann braucht das Teil natürlich ein SAS-System. Kann man das nicht anders anbauen, dass man sagt, okay, man baut jetzt... Da muss ich mir was überlegen. Das schaut nicht cool aus. Nein, sicher nicht. Das könnte interessant sein. Warte mal, ich habe eine Idee. So. Und dann brauchen wir natürlich noch Elektrik. Warum so klein? Soll alles cool ausschauen. Und ich finde, diese kleinen Teile haben zwischendurch schon etwas. Je kleiner die sind, desto lustiger schaut es teilweise einfach aus. Und ich finde sowas Kleines zwischendurch auch einfach geil. Man muss ein bisschen Abwuchsung reinbringen. Wir bauen tendenziell eigentlich dauernd was Großes. Und jetzt kommt halt mal auch was Kleines daher. Na, warte mal, das passt nicht. Das muss so hier. Also wenn dann auch schon gescheit. So. Und dann sind das Monotreibstoff. Oh Mann. Das sind normale Triebwerke. Klack. Oh, ich sehe jetzt als Problem, dass das hier nicht. Oh Mann. Kann ich das irgendwie so drehen? Ah, das ging ja auch. Warte mal. Oh, Idee, warte mal. Idee. Ein ganz... Mann, das gibt's das nicht in klein oder was? Och, Mann, oh. Come on. Irgend so ein ganz kleines Triebwerk. So was Schönes hier. 600 ms pro Sekunde. Das reicht doch locker zum Landen, oder? Was ist eigentlich hier drin? Ich hätte gerne hier Monotreibstoff drin. Geht natürlich nicht. Oh. Wie viel Start hat das? Kriegt 36, fertig. Genau, schaut mega geil aus jetzt. Füße. Wo sind diese Mini-Füße? Diese. Okay, vielleicht ein bisschen klein. Bisschen groß. Bisschen perfekt. Aber ein bisschen nicht mittig. Tut das im Weltraum berechnen? Nee. 500 ms im Weltraum nur wegen den Füßen? Was hat sich denn jetzt hier verändert so stark? Ach so, die Tanks waren wahrscheinlich so berechnet. Na, es ist ja ein erster Versuch erstmal einfach. Wir versuchen einen kleinen Rover zu bauen. Einen kleinen Lander. So, ich hätte trotzdem noch gerne außen stehende SAS-Tanks. Geht das irgendwie? Mein Gott, bin ich verplant. So. Dann tun wir die nach da oben. Dann sind die nicht aus der Flugreichbahn von den Teilen. Können die nicht unbedingt zerstören. So, come on, ich brauche M. Ich will doch nur Monotreibstoff, komm schon. Monotreibstoff, geil. Auch wieder gut.
Ja, genau, ich baue sowas an. Nee, das passt schon so. So. Schaut komisch aus, aber das ist bestimmt eine witzige Sache. Einfach mal probieren, ob das landen kann. Finde die Idee dahinter witzig. So. Der kleinste Länder, den es gibt. Mann. Nach denen haben wir nur 300 ms pro Sekunde. Das wäre natürlich ein bisschen kacke. Aber wir probieren es einfach mal. Das ist die Smilly 001. Die speichern wir jetzt. Und jetzt gehen wir zurück in die Station und geben dort mal die in den Auftrag. Und schauen wir, wie lange das dauert. Das bin ich gespannt, weil das ist ja ein relativ kompaktes Teil noch. Die späteren Projekte, also große Reisesysteme mit Docking und angebauten Ländern und alles, die werden ja viel größer sein. Da braucht man ein größeres Team natürlich auch in dem Fall. Aber man muss es probieren, einfach um zu lernen für die Zukunft. Weil wenn wir so ein, wirklich so ein Bob, so ein fettes System haben und dann riesigen Länder und alles schicken wollen. Ah ja, stimmt, ich muss noch die Antonov-Sonde wegschicken, wieder die, also das Hinterteil, das müssen wir noch in Richtung Mann crashen. Das habe ich total vergessen. Vielleicht ein bisschen blöd, wenn ich sowas vergesse, ne? Das spielt auch wieder ganz, ganz nah an der an der Station vorbei. Das ist eh schon. Wir können jetzt Abfangjäger sozusagen bauen. So kleine Drohnen, die abfangen, andocken und dann die Kontrolle übernehmen. Boah, geil. Endlich, wir können aufräumen. Jedes Mal wieder. Was war das für ein Geräusch? Weil wir ja die ganzen Teile, die irgendwo hinterherfliegen. Pilot, Pilot, Wissenschaftler, Wissenschaftler. Techniker. Pilot. Techniker. Wo ist ein Ansrold drin? Ansrold. Wo ist Ansrold? Ansrold. Da, okay. Crew transferieren. Ansrold. Müsste ja der hier sein. Das ist der Techniker. Transfer. Hier rein. Transferring. Ja, der ist gerade in der Crew Station. Hat gerade die Pest? Ja, da ist er doch. Klack. Sollte nicht die Produktivität auch hier sein? 6,9. Geil. Okay, jetzt gehen wir hier hin. Und das scheint ja Pad 000 zu sein. Select Craft. Und jetzt müssen wir nur... Wo ist denn die? Die wird unter S sein, Smally. Da sind viele, viele Teile wieder. Wo ist S? Wo ist das S? Oh. Wahrscheinlich bin ich schon lange vorbei und ich check's wieder mal nicht, ne? Das wäre so typisch ich. Na, das Satellite, Satellite, Satellite. Smilly. Genau, Smilly 001. Laden. Also um 1700 auf Lager, 300 werden verwendet. Must be 100%. Die Last passt. Also wir brauchen richtig viel hier teilweise lagern für die Bauprojekte. Holy shit, das wird anstrengend. Dann würde ich sagen mal, Build. In 37 Minuten ist das Teil fertig. Jo, das gönnen wir uns noch. Spuren ein bisschen vor. Das wird aus 37 Minuten. Guck mal, der hat das hier oben auch direkt eingetragen. Geil. Haha. Das ist mir überhaupt nie aufgefallen bis jetzt. Gerade bis mir aufgefallen ist. Irgendwie werde ich verlangsamt. Macht er auch Geräusche? Was hat er eingestellt hier? Ah, nur. Close Alarm. Perfekt. Smilly. Finalized Build. Alles auf 100%.
So, okay, jetzt eingefahrene Beinchen. Ich versuche mal wieder nach langer Zeit ohne Undock-System. Schauen wir, ob das noch funktioniert. Das Ding ist eh wahrscheinlich bald leer von M. Von Monotreibstoff, oder? Nee, verbraucht fast nichts, Alter. Was ist das denn? Eine Mini-Drohne. Wie süß. Och mein, wie süß. So putzig. Für die Teile haben wir insgesamt 4 Undock-Stationen. Das ist jetzt wieder die Schwierigkeit herauszufinden, wie gut man gerade steht. Klink. Angedockt. Und jetzt hängt unser erster kleiner Moonlander auch schon an unserer Station. Ich glaub's ja kaum. Das ist ja richtig geil. Und ich glaube beim nächsten Mal, weil wir fliegen... Ach, wir fliegen 500 MS, ne? Das könnte knapp werden. Könnte knapp werden, aber wir werden es trotzdem einmal probieren. Es hat uns nicht viel gekostet. Ich muss sowieso in der Zukunft größere Tanks noch herfliegen. Wir müssen uns noch überlegen, wie wir genau noch mehr Wissenschaftspunkte zu uns bringen. Noch mehr Wissenschaft holen. Ich werde vielleicht nochmal auf Duna ein bisschen rumtrollen mit meinem kleinen Fahrzeug da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis bald. Ciao. Everything changes.